come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GT Online. Leute, heute habe ich einen Solo-Katapult-Glitch. Es ist kein großer, es ist ein kleiner Glitch, aber er hat mir doch ein bisschen Spaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, oh, den zeige ich euch aber. Und zwar ist er hier nicht allzu weit vom Wizen Tower entfernt, und zwar hier in den Studios. Müsst ihr rein, weil ihr braucht hier für den Glitch einen Barracks. Da hinten steht er. Dieses Militärfahrzeug, ne? Das ist der Barracks, den müsst ihr euch holen. Und normalerweise steht er hier in diesem, nennen wir es mal, leeren Swimmingpool, wo auch ein paar Parkplätze eingezeichnet sind. Heute steht er ganz in der Ecke. Was will der dann? Will sie rumbrüllen oder was? Idiot. Da hinten ist der Barracks, den wir uns jetzt gleich holen. Und da geht ein Idiot. Ich wollte keine Sterne, deshalb habe ich mich mit dem erst gar nicht angelegt. Und jetzt holen wir uns den Barracks und fahren den raus. Guckt dir das an. So viel zu dem Thema. Ich will keine Sterne und will keinen Ärger, weil ich euch ja nur den Glitch zeigen will. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, dass wir die Sterne wieder loswerden, damit ich euch den in aller Ruhe zeigen kann. Ist aber nichts Weltbewegendes. Dafür gibt es ja im Notfall immer noch unseren alten Lester, das alte Lestermaul. Hey, which one of my skills is required? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. So, da sind wir bei dem, na, Wizen Plaza angelangt und fahren hier auf die Grünfläche. Ihr seht ganz da hinten, da ist die, sind die Studios, die Filmstudios, und hier ist der Wizen Plaza, also nicht allzu weit voneinander entfernt, also kein Ding. Ein klein bisschen sollte man noch vorfahren und dann müsste er schon passen. So, wenn wir den Wagen hier auf der Grünfläche positioniert haben, schönes Wort, geht man, ja, wie man es kennt, auf die Haube und dann da dazwischen auf den Reservereifen. Dann wird man nach links gezogen, ne? Von uns aus gesehen. Wenn es nicht klappt, dann tut man noch ein bisschen nach links gehen. So, seht ihr mal. Oder guckt ihr mal. Seht ihr mal. Guckt ihr mal. Und jetzt. Jetzt seid ihr rübergezogen. Whee! Und schon ist man in der Luft und kann rumrennen. Allerdings nur eine gewisse Zeit. Patsch. Und da liegt man. Ist doch genial, oder? Ist ein wirklich schöner kleiner Glitch, hat mir gefallen, habe ich gedacht, musste mal zeigen. Und jetzt rennen wir noch einmal hoch. Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich das nochmal in der Ego-Ansicht. Na, wie das aussieht, wenn ihr da hoch katapultiert werdet. Gerade machen, so. Jetzt müsst ihr gleich losgehen. Und, ab, seht ihr? Hui, wird es ein bisschen schwindelig, aber cool. Und man sieht sein Blut ein bisschen. So, jetzt noch ein drittes Mal, dann habt ihr es drauf, wie man den kleinen Glitch benutzt. Jupp, auf die Haube, wieder zu dem Reifen. An dem Reifen gucken, dass man so ein bisschen rüber geht nach links, damit man rübergezogen wird. Ne, das ist so diese Spalte, da muss man, ja, jetzt wird er gleich rübergezogen. Seht ihr? Und ab geht's. Ist wie eine Abschussrampe, oder? Also ich fand den schön, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das kleine Video, zeige euch den kleinen Glitch und alles ist klein klein. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Spaß an dem kleinen Glitch. Okay Leute, das war's, ich bin für heute mal wieder draußen, ich bringe den Wagen mal wieder zurück, weil ich ein anständiger Mensch bin, will mal einen Franken-Stage wieder haben. Bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Peter, ciao.